Merhaba, ben Yasmin Candan. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Baden-Württemberg'in Bir Hikayede Sen Oku projesinde bugün başlatıyoruz. Hikayemizi iki dilde okuyacağız. Unser Buch heißt Teilen. Kitabımızın adı Paylaşmak. Der Herausgeber ist Gilla Hoppenstedt vom Bildungsverlag 1. Das ist ein Bilderbuch zur Förderung von Mehrsprachigkeit. Unsere Geschichte heißt Der Spiegel. In einer Lichtung mitten im Wald lag ein Spiegel. Er war hübsch und rund und hatte einen goldenen Rand. Irgendjemand hatte ihn verloren. Vielleicht gehörte der Spiegel einmal einem Kind oder einem Wanderer. Nun lag er einfach so da. In dem Spiegel konnte sich der Himmel betrachten. Die Sonne blinzelte hinein. Manchmal war ein Vogel im Flug zu sehen. Eines Tages kam ein Hase an der Lichtung vorbei. Er sah den goldenen Rand des Spiegels in der Sonne glänzen. Der Hase nahm das unbekannte Ding vorsichtig in die Hand und betrachtete es. Er wollte nicht glauben, was er da sah. Das bin ja ich. Das ist ja ein Bild von mir. Das sind meine Hasenohren. Das ist mein Schnurrbart. Das ist mein Bild. Ich habe mein Bild gefunden, jubelte er und hoppelte von Freude im Kreis herum. Was ist denn mit dir los, Hase? Rief ein Eichhörnchen, das oben in einem Baum saß. Warum tanzt du da herum? Ich habe ein Bild von mir gefunden, rief der Hase nach oben. Das ist ja interessant, sagte das Eichhörnchen. Wann hast du denn das Bild verloren? Fragte es. Das weiß ich nicht, sagte der Hase. Aber es ist mein Bild. Sieh es dir an. Das neugierige Eichhörnchen hüpfte herunter, nahm den Spiegel und sah hinein. Er lachte laut auf und sagte: Tja, das ist kein Hase auf dem Bild. Ich sehe ein Eichhörnchen. Siehst du das rote Fell und die feinen Ohren? Hey, das bin ja ich. Das ist mein Bild. Gib mir mein Bild zurück, jammerte der Hase. Sieh doch, das bin ich. Warum sollte ich dir ein Bild von mir schenken? Erwiderte das Eichhörnchen. Das ist mein Bild, zankte der Hase und zog das Eichhörnchen am Schwanz. Das Eichhörnchen kniff den Hasen dafür ins Ohr. Laut stritten sie sich um den Spiegel. Das weckte den Specht. Warum streitet ihr euch? Rief er von oben. Der Hase hat ein Bild gefunden und er sagt, es sei sein Bild. Aber ich bin auf dem Bild zu sehen, rief das Eichhörnchen. Du bist gemein, sagte der Hase. Das ist mein Bild. Der Specht flog heran, um den Streit zu schlichten. Gebt mal her, euer Bild, sagte der Specht. Ich kenne euch beide gut und ich werde euch genau sagen, wer auf dem Bild zu sehen ist. Der Specht sah in den Spiegel, sah noch einmal in den Spiegel. Und es gefiel ihm sehr, was er da sah. Das ist ja mein Bild, sagte er stolz. Das ist mein Schnabel und mein schönes Federkleid ist auch zu sehen. Das Bild gehört mir. Gerade wollte der Specht mit dem Spiegel davonfliegen, als sich der Hase und das Eichhörnchen auf ihn stürzten. Jeder griff nach dem glänzenden Ding und in dem Gerangel und Gedrängel fiel der Spiegel auf den Boden. Vor Schreck gingen die drei auseinander. Alle drei sahen unglücklich auf den Spiegel hinunter. Und was sahen sie da? Der schöne Spiegel hatte einen Sprung bekommen. Aber sie sahen noch mehr. Das gesprungene Spiegelbild zeigte ein Hasenohr, ein Spechtschnabel und rotes Fell vom Eichhörnchen. Das bin ich, sagte der Hase. Und das bist du, sagte der Specht zum Eichhörnchen.
Und dein Schnabel ist auch zu sehen, sagte der Hase zum Specht. Dann gehört das Bild allen, sagte das Eichhörnchen. Ja, sagte der Hase, du hast recht, das Bild gehört allen. Wir hängen das Bild hier hin, nicht zu hoch und nicht zu tief. Dann kann sich jedes Tier im Wald sein eigenes Bild ansehen. Und so kam es. Der Spiegel wurde im ganzen Wald bekannt. Jedes Tier wollte einmal sein eigenes Bild sehen, und vor dem Spiegel mit dem Sprung bildete sich jeden Morgen eine lange Schlange von Waldtieren, die ihr Bild sehen wollten. Evet, şimdi aynı hikayeyi bir de Türkçe okuyoruz. Hikayemizin adı Ayna. Yazarımız Gela Hoppenstedt. Ormanın ortasında açsız bir alanda bir ayna vardı. Çok güzel ve yuvarlak. Hatta çerçevesi altındandı. Birisi onu kaybetmişti. Aynaya belki de bir çocuğa ya da gezgine aitti. Her neyse, ayna şimdi oradaydı. Gökyüzü aynada adeta kendini gözlüyordu. Güneş oradan göz kırpıyordu. Aynada bazen bir kuş görünüyordu. Günün birinde bu açsız alana bir tavşan geldi. Altın çerçeveli aynaya güneşte parladığını gördü. Tavşan bu garip nesneyi eline alıp inceledi. Gördüklerine inanamadı. Bu benim. Bu benim resmim. Bunlar benim tavşan kulaklarım. Bu benim bıyığım. Bu benim resmim. Resmimi buldum." diyerek sevinçle bağırıp kendi etrafında zıpladı. "Sana ne oluyor tavşan? Neden etrafta dans ediyorsun?" diye seslendi yukarıda bir ağacın üzerinde oturan sincap. "Ben kendi resmimi buldum," diye seslendi tavşan. "Bu ilginç," dedi sincap. "O resmi ne zaman kaybettin ki?" diye sordu. "Bilmiyorum. Ama benim resmim. Bak," dedi tavşan. Meraklı sincap hoplayarak aynayı alıp baktı. Yüksek sesle gülüp, "Bu resimde tavşan yok. Ben burada bir sincap görüyorum. Burada kırmızı tüyleri ve şık kulakları görüyor musun? Hey, bu benim. Bu benim resmim." "Bana resmimi geri ver," diye kızdı tavşan. "Bak, bu benim." "Neden sana bir resmimi hediye edeyim?" diye cevapladı sincap. "Bu benim resmim," diyerek kavgaya tutuştu tavşan ve sincapın kuyruğunu çekti. Sincap tavşanın kulağını çincikledi. Bağırarak ayna için kavga ettiler. Bu kavga ağaç kakanını uyandırdı. "Neden kavga ediyorsunuz?" diye seslendi yukarıdan. "Tavşan bir resim buldu ve kendi resmini olduğunu söylüyor. Fakat resimde ben varım," dedi sincap. "Sen çok kötüsün," dedi tavşan. "Bu benim resmim." Ağaç kakan kavgayı yatıştırmak için aşağı uçtu. "Verin bakalım resminizi. Ben ikinizi de iyi tanıyorum ve resimde tam kimin olduğunu size söyleyeceğim," dedi. Ağaç kakan aynaya baktı. Bir daha baktı ve gördüğü hoşuna gitti. "Bu benim resmim. Burada benim gagam ve güzel tüylerim görülüyor. Bu resim benimdir," dedi gururluca. Ağaç kakan tam aynayı alıp kaçmaya çalışırken tavşanla sincap üzerine atladılar. Her biri parlayan bu şeyi almak istiyordu. Ve bu arada yapılan itişme kalkışma esnasında ayna yere düştü. Her üçü korkudan birbirlerinden ayrıldılar. Her üçü de aynada mutsuz gözüküyorlardı. Evet, ne görüyorlardı orada? Güzel aynada bir çatlak oluşmuş. Ama onlar aynada daha fazlasını görüyorlardı. Çatlak aynadaki resim bir tavşan kulağı, bir ağaç kakan gagası
ve sincabın kırmızı postunu gösteriyordu. "Bu benim," dedi tavşan. "Ve bu da sensin," diye seslendi ağaç kakan sincaba. "Ve senin gagan da gözüküyor," dedi tavşan ağaç kakanı. "O zaman bu resim hepimizin," dedi sincap. "Evet, haklısın. Bu resim herkese ait. Resmi buraya asalım. Ne yükseğe, ne de alçağa. O zaman ormandaki her hayvan kendi fotoğrafı görebilir," dedi tavşan. Ve öyle de oldu. Ayna bütün ormanda tanındı. Her hayvan bir sefer kendini aynada görmek istiyordu. Ve her sabah çatlamış aynanın önünde kendi resmini görmek isteyen orman hayvanlarından bir kuyruk oluşuyordu. Evet, hikayemizin sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir.